Hallo ihr Lieben, das erste meiner Mini-Alben ist fertig und so gibt es das erste Flip-Through. Das ist das Pastellfarbene, für das ich eigentlich ein Cover mit Serviettentechnik gemacht habe. Leider ist mir das Cover in den Dreck gefallen, bevor es ganz trocken war. Und Dreck klebt genauso gut dran wie Servietten. Deswegen habe ich noch mal eins neu gemacht und habe dann auch die Papiereinschlagtechnik genommen. Das Video wird auch das sein, was ich zum Heiligabend ausstrahlen werde. Deswegen wünsche ich euch allen schon mal ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießt die Tage, kommt gut ins neue Jahr, rutscht aber nicht zu weit. Und ja, alle anderen Videos, die ihr dieses Jahr und Anfang nächstes Jahr noch sehen werdet, sind dann wahrscheinlich vorproduziert. Und ja, wenn ihr nichts sehen solltet, ich bin dann erstmal im Weihnachtsurlaub bis Mitte Januar, da weiß ich nicht, wie viel ich zum Basteln komme, wie viel Lust ich habe. Weil ich bin jetzt nach rund 40 Weihnachtskarten und dem 4 Mini-Album auch ein bisschen ausgebrannt. Und will mich dann erstmal wieder mit anderen Sachen beschäftigen. Kommen wir aber zu dem Journal. Das ist ja das, was wir größtenteils gemeinsam gebastelt haben. Wir haben hier hinten unsere Klappe. Wir haben unser Cover. Und ich habe hier drin unseren Roli einfach mit doppelseitigem Klebeband befestigt. So, das kann man auch schön flach legen. Dann blätter ich jetzt einfach mal durch. Hier war ja die Stelle, wo ich den Fehler gemacht hatte, deswegen sind hier die Karten etwas kürzer. An der Stelle hat es mich nicht gestört. Hier geht es auch noch bei der ersten Klappe. Und hier habe ich dann tatsächlich angefangen, neue Papiere zuzuschneiden und zu überkleben. Ich bin jetzt noch nicht ganz fertig mit den Alben. Ich klebe dann noch ein paar Fotos ein. Ein paar habe ich entwickeln lassen. Ein paar Seiten werden auch frei bleiben, denke ich, dass der Beschenkte noch ergänzen kann. Ich weiß noch nicht, wem ich welches Mini-Album schenke. Ich habe ja 4 Leute, die von mir dieses Jahr ein Mini-Album kriegen. Und das entscheide ich dann spontan. Hier hinten die Tasche. Hier ist dann nochmal Platz für ein Foto. Und jetzt stellt es nicht scharf. So, jetzt wieder. Und hier hinten oder hier vorne werde ich dann noch einen Brief befestigen mit ein paar netten Worten für die Person. Oder ich werde eine Karte einlegen. Das weiß ich noch nicht. Gut, das war auch schon das erste Mini-Album. Achso, die Rückseite noch. Da ist auch ein Häuschen drauf. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden. Gut, das habe ich jetzt ein bisschen schief aufs Cover geklebt. Das ist mir beim nächsten besser gelungen. Aber es sieht so aus, wie ich es mir erwartet habe. Damit wünsche ich euch allen einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, einen schönen Tag. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Eine schöne Weihnachtszeit, ein paar ruhige Tage, kein Stress und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann!